Was? Oh. So, warte mal kurz. Wie ist das so? Ich bin sofort wieder auf dem Weg. Pass auf, genau. So, wo? Wir gehen nach rüber. Hier, in die Mitte. Wo sitzt du? Der Markus sitzt in der Mitte. Aber für das Foto könnt ihr euch ruhig so... Einmal shaken. Also, genau. Und einmal bitte zu mir. Und einmal bitte zu mir. Hier rüber. Ja, aber bitte. Ja, bitte geordnet. Können wir hier in die Mitte schauen, hier? Prima. Anna, bitte noch hier runter, für Schalke direkt. Danke. Okay. Einmal. Danke. Okay, und danke schön. Kennt ihr den Platz? Das ist so lustig hier. Ja, ich hab's gesehen, ja, vor kurzem. Dann bin ich vor kurzem schon gesessen. Ja, das ist ja komisch, ey. Ich bin immer an Lehnen gewöhnt. So, darf ich dann den Fotografen bitten, auch Platz zu nehmen, damit wir mit dem Mediengespräch beginnen können? Ja, dann darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen hier zu unserem ersten Mediengespräch in Vorbereitung auf die neue Saison hier in unserem Pressekonferenzraum in der Felddienstarena. Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Markus Weinzierl, der hier zu meiner Linken sitzt und natürlich für Sie hier oben auf dem Podium als Ihr Gesprächspartner auch unser Sportvorstand Christian Heidel. Christian, ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, ganz kurz nach Saisonende eine PK auch hier in der Verhältnisarena gehabt, im Raum Libuda. Da hast du gesagt, dass du relativ sicher bist, dass du die bestmögliche Lösung für Schalke 04 auf der Position des Cheftrainers präsentieren kannst. Die sitzt heute zwischen uns beiden, richtig? Ja, also schönen guten Tag. Das ist richtig, Thomas. Das war vom ersten Tag an mein Anspruch, mein Ziel, die bestmögliche Lösung für Schalke 04 zu finden. Und ich kann heute sagen, ich bin sehr, sehr froh, auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht ein paar Tage zu lange gedauert hat, dass ich auch heute sagen kann, dass der Wunschtrainer, den ich mir vorgestellt habe, jetzt rechts neben mir sitzt. Ich bin froh, dass Markus Weinzierl der neue Trainer von Schalke 04 sein wird. Ich habe des Öfteren schon erklärt, warum, wieso und weshalb. Und ich glaube, heute ist es sehr wichtig, dass Markus sich vorstellt, dass er über sich selber spricht, dass er seine Ziele Ihnen darlegt. Ich kann nur sagen, wir sind jetzt schon ein paar Tage in einem sehr, sehr ständigen Austausch. Und ich freue mich auf die neue Saison. Das soll so ein bisschen das Fazit der ersten Gespräche sein. Genau, dann kommen wir natürlich auch zur Hauptperson dieses heute Mediengesprächs. Markus Weinzierl, Glück auf und herzlich willkommen hier auf Schalke. Markus, erklär mal aus deiner Sicht, wie die ganzen letzten Wochen abgelaufen sind, dass du nun Cheftrainer von Schalke bist und wie deine ersten Eindrücke hier sind. Ja, erstmal Dankeschön für die netten Worte von links und von rechts. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich freue mich auf Schalke 04. Ich freue mich auf die Herausforderung. Natürlich hat es einen Tick gedauert, es hätte schneller gehen können, bis wir hierher kommen und bis wir heute hier sitzen, aber so war es und ich freue mich, dass ich diese neue Aufgabe positiv antreten werde. Ich bin sehr positiv dem Ganzen gegenüber, Schalke 04 gegenüber. Ich sehe es als riesen Herausforderung, freue mich auf die Mannschaft und auf die Arbeit und auf die nächsten Jahre. Vielen Dank, Markus, und damit eröffnen wir natürlich die Fragerunde. Eine Bitte habe ich noch an die Fotografen, vielleicht nicht während des gesamten Mediengesprächs durchzufotografieren und auch eine Bitte, möglichst, wenn es geht, keinen Blitz zu benutzen. Das ist ein bisschen, blendet hier oben durchaus sehr. Damit öffne ich aber die Fragerunde. Jens Greinke macht den Anfang. Hier in der Mitte. Ja, genau. Ja, Herr Weinzierl, dann erläutern Sie uns doch mal, warum Sie der bestmögliche Trainer für Schalke sind. Na, das ist eher eine Frage für den Manager, wie er auf mich gekommen ist, aber es ist so, dass ich das als riesen Herausforderung sehe. Ich denke, dass es aktuell ein sehr guter Zeitpunkt ist, die Mannschaft zu übernehmen. Ich sehe den Kader von Schalke 04 aktuell als gut. Natürlich wollen wir ihn punktuell verstärken, aber aktuell, so wie sie in der letzten Saison gespielt haben, habe ich auch gute Ansätze gesehen. Natürlich ist es so, dass
einige Dinge da sind, wo wir ansetzen wollen und werden und es verbessern wollen. Aber ich sehe generell den Zeitpunkt gut, hier eben anzufangen. Elmar Redemann. Ja, dann frage ich mal konkret nach diesen Ansatzpunkten. Zum Beispiel das Tempo, das fehlende Tempo der Schalker Mannschaft war ein Kritikpunkt, den man oft gehört hat. Ist das was Ihnen aufgefallen ist, was es zu verbessern gilt? Muss Schalke schneller werden? Ja, das werden wir dann analysieren oder haben wir analysiert und werden dann die richtigen Schritte dann einleiten. Das geht dann eher darum, wenn wir Veränderungen vornehmen, dass wir das gemeinsam eben besprechen. Aber ich will gar nicht über neue Spieler sprechen, sondern ich sehe die Qualität in der Mannschaft generell als nicht schlecht an, sondern als gut. Einzelne Spieler finde ich gut und ist eine gute Basis eben, um hier erfolgreich zu sein. Ich sehe den Zeitpunkt auch mit dem neuen Manager als gut an, eben hier einen Neustart oder einen Start hinzulegen. Hier vorne die nächste Frage, Raphael Wiesweg. Herr Weinzierl, in einem Interview, ich glaube, es war mit der Süddeutschen Zeitung, haben Sie gesagt, Sie haben sich gut und lange darauf vorbereiten können, auf diese Aufgabe. Wie können wir uns das vorstellen? Weil Sie stecken ja mit Augsburg auch lange im Abstiegskampf. Da dürfte wenig Zeit eigentlich gewesen sein, um sich wirklich so auf Schalke vorzubereiten. Wie war das gemeint von Ihnen? Ja, das war nicht so gemeint, wie es jetzt von vielen Seiten interpretiert wurde, weil es ja noch nicht so lange feststeht auch und deswegen nicht so viel Zeit war. Natürlich, die letzten Wochen waren intensiv, die Vorbereitung auf Schalke. Ich war bis zum Schluss mit dem FC Augsburg im Abstiegskampf. Das war meine volle Konzentration. Ich habe es so gemeint, dass ich die letzten 8 Jahre, seit ich Trainer bin, mich auf den nächsten Schritt vorbereitet habe. Und das meine ich mit lange und gut vorbereitet zu sein für eine große Aufgabe. Die ist Schalke 04 definitiv. Und ich habe in den letzten 4 Jahren in Augsburg in der ersten Bundesliga mich auf den nächsten Schritt dann unbewusst auch vorbereitet. Und das habe ich damit gemeint. Jörg Strohschein. Ja, kommt von der anderen Seite, Jörg. Genau. Herr Weinzierl, haben Sie auch schon was von der Größe Ihres neuen Clubs mitbekommen, der ja deutlich größer ist als der in Augsburg? Ja, klar, ich war 4 Jahre Trainer in der Bundesliga und habe auch gegen Schalke gespielt und weiß schon, wie groß dieser Club ist. Ich weiß mittlerweile, wie viele Mitglieder er hat. Ich weiß, dass das Stadion sensationell ist. Der Manager hat mir gesagt, egal wann und gegen wen, 60.000 sind immer da, wenn das Licht angeht. Und das weiß ich alles und da bin ich schon auch gut informiert. Was ich aber übrigens sehr positiv finde. Jörg Mebus, da hinten. Eine Neuverpflichtung gibt es schon. Es ist Naldo vom VfL Wolfsburg. Er hat gleich in einem Interview gesagt, dass er nach Schalke kommt, um Titel zu gewinnen. Sehen Sie das genauso, Herr Weinzierl? Erstmal will ich einen Manager loben für diese Verpflichtung. Ich glaube, dass Naldo uns sehr gut tun wird. Und jeder ist maximal orientiert und will den maximalen Erfolg. Naldo natürlich auch, wie wir alle auch. Aber es gilt eben Schritt für Schritt gut zu arbeiten und gezielt die Ziele dann auszurichten und da bodenständig erstmal zu sein. Und das werden wir. Oliver Müller. Herr Weinzierl, wie sieht Ihre Idealvorstellung von Fußball aus und wird der Fußball, der auf Schalke gespielt wird, sich möglicherweise unterscheiden von dem, der in Augsburg gespielt wird, weil die Mannschaften ja auch, ich glaube, nur bedingt miteinander zu vergleichen sind und auch die Ansprüche vielleicht unterschiedlich sind? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass man Augsburg mit Schalke nicht vergleichen kann, dass hier alles eine andere Dimension hat, dass natürlich die Qualität individuell der Spieler bei Schalke hoch ist und wir dementsprechend dann auch unsere Stärken einsetzen wollen. Deswegen kann man nicht so 1:1 das interpretieren, dass Schalke jetzt so spielen wird, wie der FC Augsburg das in den letzten Jahren getan hat. Wichtig ist mir, dass wir eine Linie haben, dass wir mutig agieren, dass wir aktiv sein wollen. Und dass wir frech Fußball spielen wollen und in den Grundzügen natürlich hat man in Augsburg erkennen können, vor allem in unserer besten Phase vor 2 Jahren oder in der vorletzten Saison, wie wir spielen wollen. Und wenn wir das auf dem Niveau mit diesen Spielern hier ähnlich interpretieren können, dann können wir auch und sind wir auch erfolgreich, da bin ich sehr zuversichtlich. Reinhard Schüssler und dann Richard Leipold. Herr Weinzierl, Sie haben gerade gesagt, es sei auch ein guter Zeitpunkt, hier nach Schalke zu kommen wegen des neuen Managements. Heißt das im Umkehrschluss, dass voriges Jahr nicht so ein guter Zeitpunkt war, als noch ein anderes Management hier tätig war? Oder aus welchem Grunde ist Ihre Verpflichtung im vergangenen Jahr gescheitert?
Nein, das haben Sie jetzt interpretiert. Das habe ich damit nicht gesagt, sondern im letzten Jahr war es einfach ein anderer Zeitpunkt, wo ich in einer anderen Situation war. Wir waren mit Augsburg Fünfter geworden, haben uns für die Europa League qualifiziert. Ich habe viele Spieler damals für den FC Augsburg begeistert und habe das dann einfach nicht als richtigen Moment empfunden, die Mannschaft zu verlassen. Und jetzt, dass ein neuer Manager da ist und wir gemeinsam hier beginnen können, ist ein positiver Aspekt, aber es heißt nichts Negatives gegen das alte Management. Richard Leipold. Herr Heidel, der Trainer hat die Frage quasi eben selbst schon an Sie weitergegeben. Warum ist er der Bestmögliche aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, jeder hat ja so ein gewisses Bild von einem Trainer, wie er sich einen Trainer vorstellt. Und wer meine Tätigkeit in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, glaube ich, weiß, welches Bild von Trainer ich habe. Ich habe das ja auch bei meiner Vorstellung so ein bisschen versucht rüberzubringen, wie ich mir einen Trainer vorstelle, um mal mit dem in meinen Augen nicht so wichtigen zu beginnen. Ich glaube, dass das Wort Erfahrung absolut überbewertet wird. Erfahrung meine ich aber jetzt damit, dass oftmals geglaubt wird, ein Trainer muss schon bei 10 Bundesligisten gearbeitet haben, ein Trainer muss schon bei 3 großen Bundesligisten gearbeitet haben, um bei einem großen Bundesligist erneut zu arbeiten. Ich glaube, dass das ein Trugschluss ist und ich habe das versucht zu beweisen, ohne dass ich sage, dass Mainz damals ein großer Bundesligist war, aber eigentlich mit verhältnismäßig unerfahrenen Trainer. Markus hat jetzt 4 Jahre Bundesliga schon hinter sich, ja eigentlich da schon unterscheidet er sich ein wenig davon, aber ich glaube, dass diese Erfahrung, die immer wieder angesprochen wird, in meinen Augen überbewertet wird, weil dieses Fußballspiel sich, auch wenn 60.000 drumherum sind, sich nicht verändert. Es geht in allererster Linie mal zunächst um dieses Spiel und ich glaube, dass ein intelligenter Trainer mit dieser fehlenden Erfahrung für diese große Welt des Fußballs in einem großen Club sehr schnell umgehen wird. Der wird die fehlende Erfahrung mit der notwendigen Intelligenz sehr schnell ausgleichen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man über die notwendige, neben der fachlichen Kompetenz natürlich, also zu verstehen, wie dieses Spiel funktioniert, ist nicht ganz so einfach, da täuscht sich der eine oder andere. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, dass man selber 200-300 Bundesligaspiele gespielt hat. Ich glaube, dass man die notwendige soziale Kompetenz haben muss, das heißt mit diesen Menschen in einer Mannschaft, in einem Team, mit dem Staff, mit allem, was um eine Mannschaft herum ist, umgehen muss. Und ich glaube, wenn man noch die notwendige, in meinen Augen sehr notwendige Authentizität hat, das heißt, man gibt sich so, wie man ist und ist nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie zu sein wollen, das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dann kommt man so langsam in dieses Wunschbild eines Trainers und ich bin da ganz ehrlich, dass ich glaube, da ich mich mit Markus Weinzierl und auch seinem gesamten Werdegang sehr intensiv beschäftigt habe, dass jetzt jemand neben mir sitzt, der diesem Idealbild, wie ich mir einen Trainer vorstelle, sehr nahe kommt. Das bedeutet nicht, dass das in allen Punkten immer so stimmt, sondern es geht darum, natürlich da einen möglichst großen Prozentsatz zu bekommen. Und da bin ich sicher. Und um es auch zu sagen, ich hatte bislang eigentlich immer Trainer, die nicht die ganz große fußballerische Erfahrung hatten, die eben jetzt nicht 200 Bundesligaspiele hatten, die eben nicht 50 Länderspiele hatten. Und ich bin damit immer sehr, sehr gut gefahren, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass sich insbesondere diese Trainer teilweise viel intensiver mit diesem Spiel beschäftigen als ehemalige Spieler mit eben dieser großen Anzahl von Bundesligaspielen oder Länderspielen. Wobei man mir bewusst ist, das darf man nicht verallgemeinern. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Aber ich bin sehr, sehr überzeugt, dass es die richtige Wahl ist, auch für diesen Zeitpunkt, und ich will das Neuanfang gar nicht überstrapazieren, weil wir haben den ganz großen Neuanfang gar nicht notwendig, aber dass das einfach der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dass wir uns auch gemeinsam sehr gut ergänzen werden. Erik Molin, ganz hinten auf dem Podium. Herr Heidel, vor hinten rechts. Vor etwa 5 Wochen sind Sie hier vorgestellt worden, da hatten Sie ja noch sehr viele Fragezeichen im Kopf, weil den Club natürlich noch nicht so gut kennen konnten. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Also eigentlich wollte ich jetzt keine
eigene Pressekonferenz machen. Mir wäre es ja lieber, dass wir mit Markus Weinzierl sprechen. Aber ich kann es kurz beantworten. Ich habe in diesen 4 bis 6 Wochen sehr, sehr viel schon mitbekommen, auch wenn ich mal 2 Wochen unterwegs war. Schön ist es, und da will ich aber nicht auf Details eingehen, dass ich glaube, auch sehr viele Dinge gefunden zu haben, die man anders machen kann, die man vielleicht auch verbessern kann. Aus meiner Sicht, für mich wäre es wesentlich unangenehmer gewesen, wenn ich den Eindruck habe oder Eindruck hätte, dass alles optimal ist. Ja, dann macht man sich Gedanken, wo kann man ansetzen. Es gibt viele Dinge, die man auf Schalke verbessern kann, ohne dass ich sagen möchte, dass das alles schlecht gemacht wurde, wenn man einen anderen Ansatz hat. Ich glaube, dass wir sicherlich einiges zu tun haben, was Thema Arbeitsbedingungen auf Schalke angeht. Das wird den einen oder anderen verwundern, aber das ist in meinen Augen nicht so hundertprozentig optimal gelöst, aber das sind Dinge, die man verändern kann. Damit meine ich nicht den Zustand der Plätze, das ist alles top, aber ich glaube, ein Fußballprofi und auch Trainer, der Arbeitstag bezieht sich jetzt nicht nur auf 90 Minuten Training am Platz, da steckt viel mehr hinten dran. Da gibt es viele Dinge, die wir optimieren können, optimieren müssen, und ich glaube, dass der ein oder andere Verein da ein Stückchen weiter ist schon als Schalke. Und das gilt es in der nächsten Zeit einfach zu verbessern, aufzuarbeiten. Worauf ich jetzt nicht eingehen möchte, ist, was das Thema Kader angeht, weil das Themen sein werden, die wir jetzt gemeinsam in der nächsten Zeit besprechen werden. Es werden ganz sicherlich noch Neuzugänge kommen, aber das wird jetzt das Ergebnis der intensiven Gespräche, vielleicht auch der ein oder anderen Trainingseinheiten, auch von Spielen sein, wie wir da weiter vorgehen werden. Jörg Strohstein ist der Nächste und dann Jörg Mebus. Herr Weinzierl, wie stellt man sich auf dieses größere Interesse ein, das jetzt sicherlich da ist als in Augsburg? Bereitet man sich darauf irgendwie vor oder haben Sie sich darauf irgendwie vorbereitet oder lassen Sie es auf sich zukommen, lassen Sie sich überraschen oder wie gehen Sie damit um? Naja, ein Interesse sehe ich in erster Linie positiv. Es ist so, dass Schalke ein großer Club ist. Dadurch gibt es viele Leute, die eine Meinung haben und dann gibt es automatisch auch unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das muss man einfach so akzeptieren. Das ist positiv zu sehen. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich immer ehrlich und gerade euch meine Meinung dann sage, eure Meinung dann irgendwo natürlich auch akzeptiere, aber dass wir immer offen und ehrlich miteinander kommunizieren und die Medienlandschaft natürlich da irgendwo auch mitnehmen und wir gut zusammenarbeiten. Aber ich habe da überhaupt keine Angst, sowieso nicht, auch keinen Respekt. Ich sehe dieses Interesse an diesem großen Club sehr positiv. Und das Ganze, wie es natürlich auch in Augsburg zu vernehmen war, war in der Vergangenheit öfter mal negativ. Aber ich stelle mir immer vor, wie das ist, wenn es nur positiv ist und welche Explosion dann dieser Verein dann nehmen kann. Jörg Mebus und dann Jens Greinke. Herr Weinzierl, wohl nirgendwo ist die Sehnsucht nach der deutschen Meisterschaft so groß wie hier auf Schalke. Was haben Sie von dieser Sehnsucht schon mitbekommen und wie gehen Sie mit ihr um? Das ist jetzt die zweite Titelfrage. Ich bin gestern hier angekommen, gestern Nachmittag um 15 Uhr. Und mit mir hat jetzt noch keiner über Titel gesprochen. Es ist auch zu früh. Ich denke, dass ich weiß, was Sie meinen und verstehe das auch. Aber wichtig wird sein für uns, dass wir alles gut analysieren, dass wir uns realistische Ziele setzen und alles für einen Erfolg tun. Und dann bekommen wir das, was uns zusteht. Und das werden wir nicht mit Reden erreichen, sondern auf dem Platz. Jens Greinke, Ralf Makrutzki und Jörg. Herr Weinzierl, Christian Heidel hat gesagt, Naldo sei der einzige Transfer, der ohne Absprache mit dem neuen Trainer über die Bühne gegangen ist. Welche Vorstellungen haben Sie, was die personelle Neuausrichtung und Kaderplanung angeht? Ja, das werden wir analysieren und besprechen. Das haben wir schon getan. Ist klar, dass wir da intensiv uns Gedanken machen, was möglich ist. Aber nochmal, ich will in erster Linie über die Spieler sprechen, die da sind. Die sind in meinen Augen gut und der Kader ist gut und gibt uns Voraussetzungen, um hier das Ganze zu optimieren. Ralf Makrutzki. Ich habe trotzdem eine Frage an Herrn Heidel. Am Sonntag ist ja Jahreshauptversammlung und da wird ja auch Herr Weinzierl zum ersten Mal da sein. Und hinter den Kulissen geht es ja zurzeit etwas, wie wir wahrnehmen, etwas rund. Wie nehmen Sie diese Unruhe rund um die bevorstehenden Aufsichtsratswahlen wahr? Also zum einen muss ich sagen, freue ich mich mal auf diese Mitgliederversammlung und ich wünsche mir, dass möglichst viele Mitglieder von Mainz, von Schalke 04, ja, das kommt ab und zu noch vor, ja, 24 Jahre gehe ich so spurlos an einem vorbei, dass möglichst viele Mitglieder
die Möglichkeit nutzen, um auf Schalke zu kommen, um sich diesem Thema zu widmen, um ihre Meinung zu sagen und auch um ihre Stimme abzugeben. Mir ist klar, ich glaube, bei knapp 150.000 Mitgliedern werden nicht alle kommen können, aber ich hätte kein Problem damit, wenn zumindest 20% kommen, möglichst viel. Das ist mal sehr, sehr wichtig. Was diese Unruhe angeht, ja, das bekomme ich natürlich auch mit. Muss zugeben, das ist für mich auch ein bisschen Neuland. In der Art kannte ich das nicht. Und ich tue mir natürlich ein bisschen schwer, das alles nach so kurzer Zeit auch so einordnen zu können. Ich kann immer nur über die Zeit sprechen, seitdem ich hier bin. Und ich kann sagen, dass ich mich ausgesprochen wohlfühle und dass ich auch meinen Job bei Schalke so ausfüllen kann und so ausführen kann, wie das vom ersten Tag an besprochen war. Das tut mir sehr, sehr gut und ich hoffe, dass man auch möglichst bald die dementsprechenden Ergebnisse dann sieht. Deswegen kann ich für mich nur sagen, dass ich hier rundherum zufrieden bin. Und ich wäre sehr glücklich, wenn ich auch zukünftig gemeinsam jetzt mit Markus Weinzierl dann zufrieden sein kann. Aber ich möchte ungern jetzt auf die einzelnen Punkte der Diskussion eingehen. Für mich ist wichtig, dass das, was mir gesagt wurde, das, was wir vereinbart haben, zu jedem Zeitpunkt bislang eingehalten wurde. Deswegen gibt es für mich keinerlei Grund, mich über irgendetwas auszulassen, über irgendetwas zu beschweren. Jörg Strohschein ist der Nächste. Und dann Jesko von Eichmann. Herr Wante, ich habe gerade mit Überraschung gehört, dass Herr Heidel so ein bisschen die Arbeitsbedingungen hier kritisiert hat. Sie haben jetzt sich gestern einen Eindruck verschaffen können. Haben Sie ähnliche Kritik und wenn ja, könnten Sie die begründen, wo Sie Ihre Kritik sehen? Ja, da sind wir dabei, uns auch die Gedanken zu machen. Natürlich wollen wir alles optimieren. Wenn es irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dann werden wir das auch versuchen umzusetzen, egal ob es in den Katakomben ist oder sonst irgendwo. Aber da will ich jetzt noch nicht irgendwo ins Detail gehen. Jesko von Eichmann und dann Raphael Wiesweg. Herr Weinzierl, es hieß oder man las vorher viel darüber, dass der Schritt aus Straubing nach Gelsenkirchen ein großer ist, vielleicht größer als der sportliche von Augsburg nach Gelsenkirchen. Ist das so? Wie empfinden Sie die Stadt? Wie empfinden Sie das Ruhrgebiet? Haben Sie überhaupt schon einen Eindruck bekommen? Es ist kein großer Schritt, sondern es sind 600 Kilometer. Aber das weiß ich auch und das ist auch gut so. Ich habe gestern Abend nicht viel Eindruck bekommen, sondern wir waren im Hotel, aber ich werde eine Wohnung hier suchen, ist auch klar, ein Haus werden wir suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen, aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter. Also von daher werden wir da schauen, aber das schreckt mich jetzt nicht ab, weil die Geschichte kenne ich schon. Das war vor 4 Jahren in Augsburg genau das Gleiche. Da wollte ich auch eine Wohnung oder ein Haus haben und dann hat er auch gesagt, er will was Langfristiges. Also von daher, und ich bin dann 4 Jahre geblieben, habe ich da eher schmunzeln müssen die letzten Tage. Raphael Wiesweg. Herr Weinzierl, es ist ja klar, dass Sie nicht irgendwelche Gerüchte oder Namen kommentieren, aber auf welchen Positionen sehen Sie denn Handlungsbedarf auf Schalke? Da will ich mich auch auf keine Positionen festnageln lassen jetzt. Ich glaube, dass nochmal die Qualität der Jungs gut ist. Ich sehe viele gute junge Spieler. Natürlich brauchen junge Spieler Führung und da haben wir mit Naldo einen ersten Schritt getan, um Erfahrung da mit reinzubringen und vielleicht in dem Bereich noch was zu holen, auf der Sechserposition, um dem Ganzen noch mehr Stabilität zu geben. Aber das ist ja kein Geheimnis, dass auf der Sechs eventuell was passieren wird, rein nominell schon. Alles andere lassen wir uns auf uns zukommen. Oliver Müller und Uwe Dietz sind die nächsten Fragesteller. Oder wenn du gerne auch umgekehrt. Genau. Herr Weinzierl, ich habe ganz pragmatische Fragen. Zum einen, wann legen Sie genau los? Wann müssen die Jungs hier sein, die verfügbar sind? Und damit zusammenhängt natürlich auch die Frage, das wird ja keine einfache Vorbereitung, Ihre erste Vorbereitung auf Schalke, wenn man daran denkt, dass die China-Reise relativ schnell ansteht, dass viele Nationalspieler gar nicht da sein werden, erst nach und nach kommen. Sie wollen einen neuen Spielstil entwickeln. Wie wollen Sie das alles anstellen? Ist ja nicht so einfach organisatorisch.
Nein, das stimmt einfach. Es ist aufgrund der Rahmenbedingungen nicht. Wir werden uns am Sonntag treffen. Wir werden alle bei der Mitgliederversammlung anwesend sein. Wir werden Montag und Dienstag Leistungsdiagnostik durchführen, die Spieler eben da checken und schauen, dass wir eine Basis haben, um die Analyse noch tiefer machen zu können, und werden dann am Mittwoch das erste Training absolvieren mit den Spielern, die eben da sind. Die Nationalspieler werden ja noch länger Urlaub haben, und dann steht die Reise nach China an, wo wir alle sehr gespannt sind, wo mit Sicherheit ein Act wird, und dann haben wir aber insgesamt 9 Wochen Vorbereitung bis zum ersten Bundesligaspiel, und dann werden wir schon schauen, dass wir individuell die Spieler so belasten, auch die Nationalspieler dann eingliedern oder auch Spieler, die jetzt bei Olympia sind, dementsprechend zu belasten, dass wir am ersten Spieltag fit sind und hoffentlich die beste Mannschaft dann auf dem Platz sehen. Oliver Müller. Ja. Herr Weinzierl, wie sehr würden Sie sich freuen, wenn Leroy Sané auf Schalke bleibt? Ja, Leroy soll bleiben, das ist klar. Es ist ein Spieler, mit dem sich die Leute und die Fans hier identifizieren. Es ist meine Überzeugung, wenn wir einen Kern von Spielern haben, auf dem Platz oder auch im Kader, mit dem sich die Leute hier identifizieren, mit dem sich eben auch, oder wo die Fans dann auch mal Fehler verzeihen, wenn die Jungs alles geben, dann ist der Erfolg leichter zu schaffen. Und Leroy ist da einer von mehreren, die mir da sehr gefallen, rein von der Struktur des Kaders, egal ob es dann noch Höwedes ist oder Fährmann ist oder Kolasinac ist, einfach Jungs, die Meier ist, die aus der Knappenschmiede kommen oder die eben Schalker Jungs sind, und das ist wichtig, und deswegen ist Leroy natürlich auch wichtig. Jörg Strohschein? Die Frage würde ich gerne an den Heidel direkt weitergeben. Wie viel Mut können Sie denn Ihrem neuen Trainer machen, dass Leroy Sané hier bleibt? Ja, das ist ja die meistgestellte Frage, die natürlich für mich nicht ganz so einfach zu beantworten ist, da ich persönlich ja Leroy bislang noch gar nicht kennenlernen konnte. Und ich kann nur den Status quo immer wieder wiederholen, dass Leroy Vertrag hat auf Schalke, dass wir alle froh wären, wenn er bleiben würde. Und bis zum heutigen Tag hat sich Leroy bei mir auch nicht gemeldet, auch nicht der Berater gemeldet, dass die klare Absicht ist, den Club jetzt im Sommer verlassen zu wollen. Und deswegen stellt sich momentan mir die Frage nicht, aber ich lese ja auch Zeitung, und dass wir natürlich hier und da auch mal darüber nachdenken, sollte der Fall nicht sein, ist glaube ich, völlig klar. Sonst würden wir unseren Job nicht gut machen. Elmar Redemann. Ja, nochmal das unangenehme Thema Personalplanung. Wie dogmatisch ist das jetzt mit dieser 10 Millionen Euro Grenze für Neuzugänge? Die Fans, die rätseln so ein bisschen, ob vielleicht doch ein Star kommt oder nicht. Können Sie da vielleicht nochmal was zu sagen? Also wer dabei war, als das gefallen ist, der wird bestätigen, dass ich so in der Art gar nicht gesagt habe. Es ist im Rahmen einer Bankenveranstaltung gefallen, wo ich sagte, und das wird 100%ig der Grundsatz von Schalke 04 bleiben, dass die Ausgaben immer den Einnahmen angepasst werden müssen. Und diese Aussage ist gefallen zu einem Zeitpunkt, wo aus unserer Sicht eben so etwas nicht möglich war. Die Zeiten verändern sich ab und zu, und ich habe nie pauschal gesagt, dass Schalke 04 keine Transfers in zweistelliger Millionenhöhe stemmen kann. Man muss ja feststellen, das machen ja inzwischen die Top 8 der Bundesliga nahezu tagtäglich. Wichtig ist, dass Schalke 04, und da gibt es keinen anderen Weg mit mir, auch in Person, von seinem Konsolidierungsweg nicht abgeht. Das wird definitiv so bleiben, aber die Einnahmensituation wird sich auch zukünftig verändern, und wir werden alle unsere Planung darauf abzielen, welche Einnahmen der Club jetzt und in den nächsten Jahren haben wird. Ralf Makrutzki. Herr Weinzierl, Sie haben ja schon die Qualität des Schalker Nachwuchses gelobt. Ein Spieler ist zurückgekommen aus Österreich, Donis Avdijaj, den ja viele schon auch vor seinem Wechsel dorthin kennen. Wie haben Sie ihn wahrgenommen und was haben Sie mit ihm vor? Ja, ich kenne ihn natürlich aus der österreichischen Liga. Werden wir uns anschauen. Wir werden nächste Woche beginnen. Ich freue mich auf jeden Spieler. Jeder hat seine Chance, sich zu zeigen, und Donis genauso. Jörg Mebus. Wir waren eben schon mal bei der Mitgliederversammlung. Wie wichtig wäre es Ihnen beiden, dass Clemens Tönnies nach dem Sonntag noch weiter im Aufsichtsrat sitzt?
Wer mich kennt, weiß, dass ich glaube, dass der Erfolg eines Fußballvereins sehr eng mit Kontinuität in allen Bereichen verbunden ist. Kontinuität beim Personal, Kontinuität in der Führung, Kontinuität bei den Ideen. Ich kenne bislang keine anderen Ideen, deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise über Clemens Tönnies nachzudenken. Momentan ist er mein Ansprechpartner im Aufsichtsrat und ich glaube, das kann ich für den Aufsichtsrat insgesamt sagen, dass das bisher ein sehr, sehr gutes Einvernehmen ist. Ja, ich habe Clemens Tönnies erst einmal kennengelernt, vor einem Jahr beim Gespräch, gestern noch zufällig auf dem Gang getroffen. Damals war es ein sehr positives, angenehmes Gespräch, wo ich gemerkt habe, der will alles Beste nur für Schalke 04. Aber mehr kann ich jetzt da eigentlich nicht sagen. Jens Greinke. Genau. Herr Heidel, werden Sie am Sonntag auch vors Mikrofon gehen und eine Ansprache an die Fans halten? Ich glaube, ich stehe auf dieser Tagesordnung drauf. Und werden Sie da sich positiv auch über Clemens Tönnies äußern, denke ich mal, oder? Dann müsste ich ja jetzt nichts mehr erzählen. Also wenn ich Ihnen jetzt schon verrate, was ich am Sonntag sage, lassen Sie sich mal überraschen. Also ich habe noch keine Rede geschrieben, bin da, wer mich kennt, auch einigermaßen spontan. Aber was ich nicht machen werde, ist sicherlich keinen Rückblick, weil das steht mir nicht zu. Da ich in der Vergangenheit nicht auf Schalke war, mir geht es eigentlich mehr darum, einen Ausblick zu geben. Muss mal sehen, wann ich mich darauf vorbereite, aber möchte jetzt dem natürlich nicht vorgreifen. Gibt es weitere Fragen? Sehe keine Handzeichen mehr. Dann danken wir Ihnen allen für Ihr Kommen und wie auch gerade schon thematisiert, würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch am Sonntag bei uns bei der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 dann anwesend wären und darüber berichten würden. Vielen Dank.